Jaden Ivan, Top-Lane, Cedrix, der muss scalen, ja, dass er im Teamfights überlegen ist. Ja, ein bisschen unangenehmes Matchup gegen Gnarg. Nein, ist halt schon, der kann gefährlich. Wobei ich, wenn ich jetzt so auf dem Teamfeld schaue, hat, finde ich, Tickling Tentacles will haben das bessere Fight-Potential, weil Graves einfach kein CC mitbringt. Wenn Gnarg das nicht gut timet, auch nicht. Dann ist der Einzige, der CC kann, der Ryze mit Rune Prison und alles damit Knockup. Also Pulver. Für mich ist auf jeden Fall Graves Late Game ein Riesenfragezeichen. Ja. Aber lange auch nicht mehr gesehen. Wir gehen jetzt nochmal in eine ganz kurze Pause. Bleibt dran und wir sind gleich zurück mit dem zweiten Game Best of 3. Bis gleich. Willkommen zurück zum Match zwischen DC Legends und Tickling Tentacles. Wilhelm, es steht 1-0 für DC Legends, die jetzt hier auf der roten Seite starten. Tickling Tentacles, Wilhelm auf der blauen Seite. Das heißt, TTW, sie müssen jetzt gewinnen, dass sie nochmal irgendwie zurückkommen können. Ja, könnte das letzte Spiel des Abends sein, wenn TTW sich hier wieder in die Knie zwingen lässt. Xanuzzi zeigt da gleich mal sein Master-Symbol. Ja, auch der Skin hier. Schön anzusehen. Na, was mir gleich ins Auge sticht, ist nämlich die Rune von Chinch, der hier mit Dematerializer spielt. Mhm. Das heißt, mehr Kontrolle über die Wave und das gefällt mir eigentlich relativ gut. Das heißt, du wartest meistens immer dann auf Scan-Minion, dass du dann halt weg smitest oder dematerialized, je nachdem, wie man es nennen möchte. Somit kann man wieder ein bisschen schneller reinpushen, ist einfach ein bisschen mehr Wave-Control, was ja auch wichtig ist gegen eine Talia, weil ich habe es ja vorher angesprochen, Scampi, den sein Ziel muss es sein mit Level 6 dann, dass er reinschafft. Ja, wobei halt Talia schon sehr viel Mana verbraucht, um eine Wave zu clearen, wenn du auf den Full Clear gehst. Ob der Ryze nicht vom Mana dann besser dasteht, über längeren Zeitraum. Das sind hier Stopwatches in der Mitte und auf der Toplane bei TTW nicht vorhanden. Mhm. Das gleiche bei Xoinuzi. Ja, der spielt mit Elektrisieren. Xoinuzi auf Graves, glaube ich, oder war das Fleet Footwork? Oh, Botlane, da bin ich jetzt gespannt, ob man da sehr gut reinpoken kann. Da wartet man auf die Wave, okay. Also hier passiert nicht allzu viel. Aber wir sehen auch gleich, wie TTW hier reingehen möchte. Sie möchten sehr viel Druck aufbauen. Das Mantra Cure nicht so geplant, wie er sich Scuppy gedacht hat. In die Minions leider rein für ihn. Ja, da hat sogar ein Auto-Hit von Karma tut weh, wenn sie Benefe dabei hat. Also Airy. Genau. Und Tristana bis jetzt keine Last Hits. Crytek. Ja, der muss jetzt mal unter dem Turret farmen. Das ist mit Tristana nicht allzu leicht. Aber gleichzeitig muss man auch schauen als Caitlyn Karma, dass du einfach rein pressurest, was einfach, geht. Einfach andrücken. Einfach drücken, drücken, drücken. Dennoch muss sich die Botline von TTW bewusst sein, dass sie knapp 3 Minuten wirklich auf Xanuzi aufpassen müssen. Mhm. Der kann halt nach dem Blue Buff kann er schon kommen und ganken. Und wenn Elijah mit Flash all-int, dann könnte das First Blood schon mal fallen. Ja. Es wäre auch interessant, ob Elijah mit Hextech Flash spielt, was momentan viele alles das auch gerne mal machen. Nicht nur auf der Aram-Map. So, also da ist Bato in der Nähe, aber Xanuzi, er läuft nochmal zum Gromp. Ja. Okay. Er hat auch gepinkt hier, dass schon Ward steht, also da ist aktuell Caps und Scarpe sind beide nicht gankbar. Mhm.
Das erste Dematerializing ist benutzt worden von Rice. Genau, erste Cannon Minion ist schon mal reingelaufen, wurde geklärt. Ja, Scampi hat schon einige HP verloren sich gerade. Ja, ich meine, Talia eigentlich gut gegen Rice auch zum Spielen, wenn man sich bewusst ist, dass er oft zwischendurch stehen bleiben muss. Natürlich, wenn man das nicht trifft, kann man auch schnell mal das Zeitliche segnen. Also man muss halt schon sagen, Talia, da ist die Schwierigkeit größer, dass du halt deine Skillshots triffst als ein Rice, weil der macht einfach so ein W. Ja. Und da kommt das erste Pulver Rice, was sehr gut ankommt. Bato ist in der Nähe, da muss man mal Scampi rausflashen. Da haben sie schon mal den Flash forcen können. Ja, das Signal hat auch nicht verwendet von Elijah. Finde ich interessant. Also ich denke, sie hätten hier auch hingehen können. Wenn sie wirklich gedacht haben oder gesagt haben, Bato, wenn der in der Nähe ist, dann können wir eben nicht zu Ham gehen. Dann war das wirklich sehr gut gespielt. Aber ansonsten denke ich, dass sie hier im 2v2 dieses First Blood bekommen hätten können. Ja, Bato wartet hier im Busch sehr geduldig. Caps macht jetzt ein bisschen Schaden. Aber er lässt's. Also Caps, sehr gute Wave Control. CS auch schon eigentlich recht weit vorne, muss man sagen. Ja. Und währenddessen Xanuzi am Farmen. Möchte dieses Game als Graves Damage lastig carryen. Also du hast halt als Graves im Early Game hast du keine schwere Entscheidung, weil du weißt, deine Ganks sind eigentlich schwach. Du willst Power farmen, du willst Counter junglen. Um einfach XP-mäßig herzukommen und kriegt ja auch schon mal den Grump. Das hat auch schön getimed, hat gewusst, wann er backkommt. Ist natürlich vom durchschnittlichen Gank-Path, Jungle-Path von einem Jarman ausgegangen. Also ich weiß nicht, ob er es gewusst hat, er hat es vielleicht erahnt. Es ist ja, Jungle ist auch ein Mind-Game, also du musst dir überlegen, was könnte der gegnerische Jungle machen und du weißt es nicht immer. Ja. Aber in dem Fall hat er es einfach erahnt und ja, ist auch schon CS-mäßig vorne. Nur noch einmal dematerialisieren übrig bei Rice. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das funktioniert genau. Weil ich habe mich das letztens ein bisschen eingelesen, aber muss zugeben, so richtig ganz, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, aber selbst noch nie gemacht. Es funktioniert praktisch wie ein Smite. Du kannst dein Minion, also du benutzt es auf ein Minion, das dann nach einer kurzen Channel-Time, ich glaube so ungefähr eine Sekunde halt, gekillt wird. Ja. Und du bekommst pro Minion, also für den Minion-Type, dann einen Zusatzschaden für deine weiteren Spells. Also das ist dann auch wieder, macht dann Sinn, wenn du zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel ein TF, der kann mit den Wildcards, kann er die Caster-Minions früher clearen damit, wenn halt die Caster-Minions wegsmacht. Okay, okay. Das heißt, der Damage darauf bleibt dann quasi gebufft. Genau, der bleibt permanent gebufft und somit hast du wieder auch besseren Wave-Clear, vor allem halt gegen die Caster-Minions. Ja, na klar. Das ist eigentlich eine gute Entscheidung, das mitzunehmen. Verzichtet dafür auf 300 Gold, wie Schuhe, die man geschenkt haben könnte. Aber die Wave Control, man ist sich bewusst, die möchte man gegen Talia natürlich haben. Man darf auch nicht vergessen, dass ja die Runen, was die Schuhe angeht, die bekommst du erst recht spät. Also teilweise willst du die Schuhe früh haben und dann sagst du, ja, ich nehme da jetzt eine andere Rune, weil ich will halt die Schuhe früh haben und ich will den Team. Weil Spellbook, ne? Ja. Ja. Oh, da ist das Signal rausgekommen von Elijah. Hat nicht ganz. Da war er nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge wie Crytek, der hier nicht all-in gehen wollte. Ja, und ich glaube, die Trap von Caitlyn ist, also von Caps, ist sehr schnell gelegt worden. Ich glaube, da konnte Tristana noch nicht mal hinterher jumpen, wenn sie gewollt hätte. Ja, gut. Richtig. Bisher läuft das Game besser für TTW als im ersten Spiel. Ist auch der bessere Draft für mich. Und auch Toplane funktioniert sehr gut für Cedrix, der hier CS-mäßig gut mithält. Also wenn Kirito jetzt die ganze Wave bekommt, ist er zwar ein bisschen zurück, aber nicht viel. Ja, vor allem als Jogurt gegen Gnar so gut mitfarmen, der noch dazu mit Benefit spielt, also mit Eri. Ja. Aber eine Riesenschwäche gerade Bato leider. Er ist 2 Level behind. Das ist halt. Ach, das ist extrem viel. Das ist halt wirklich viel und er tut sich schwer gegen Xanuzi effizient zu farmen. Ja, Bato momentan schon eher die Schwäche in dem Team gerade. Ist jetzt nur noch ein Level behind, aber Graves immer noch am Farmen. Und auch in der Nähe, falls sein Gnar Hilfe bräuchte. Also Bato muss sich aktuell wirklich mehr aufs Farmen konzentrieren. Er darf halt nicht so oft ganken. Da fällt er halt zurück. Vor allem, er gankt ja nicht mal gar richtig. Er steht nur dort rum, ganz böse jetzt gesagt, ja, übertrieben. Ja. Und dann muss ich halt wenigstens versuchen, ui, da resetten sie. Dann muss ich halt versuchen, die Flash zu forcen, dass halt meine Botlin dann Flash Pace machen kann. Oder mit Natalia dann nicht der Flash über die Wand kommt oder solche Sachen. Aber da, wie das eine Mal der Botlane gestanden ist, der ist da locker
20 Sekunden, 30 Sekunden rumgestanden. Genau so ist es. Und wenn man das eben jetzt beobachtet, wenn man da vergleicht mit den absoluten Top-LCK-Games, wenn der Jungle mal wirklich auf eine Lane läuft, dann passiert was. Mhm. Der steht halt nicht herum, weil er weiß, er muss jetzt was machen oder er verliert Efficiency und entweder er farmt effektiv oder macht halt wirklich konkret was. Genau. Und aktuell baut du leider halt, man merkt halt, er ist sich unsicher. Er denkt sich, vielleicht geht was. Dann redet er vielleicht mit der Lane, die dort steht, dann sagt die Lane, hä, vielleicht geht nichts oder vielleicht auch doch. Ja, und das muss halt funktionieren. Hat nicht letzte Woche auch jemand anderes als Bato gespielt? Ja, der Alex. Ja, genau. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass er einfach momentan mit dem Team nicht ganz so eingestimmt ist. Vielleicht hat er jetzt auch, ich weiß nicht, warum er nicht mitgespielt hatte, aber mit einer kurzen Pause bist du halt auch Teamkommunikation vorbereiten auf Ganks. Kostet dich auch viel Zeit als Jungler. Kriegt jetzt hier auch wieder. Also Toplane läuft hier für beide Teams eigentlich ja optimal. Also da ist jetzt Kirito ein bisschen vorne, was die CS angeht, aber im Endeffekt. Kann auch Cedric zufrieden sein. Ja, Drake wird begonnen. Das ist ein Mountain Drake. Ja, da fehlt die Vision auf der Seite von TTV. Also der ja, Drake. Das interessant, dass man hier. Ja, also der Ward steht. Nicht erwarnt, also er ahnt, dass der gemacht wird. Jetzt wird er mal rausgezogen. Da will man halt auch nicht abbrechen. Der hat nur noch 1000 Leben. Ja, jetzt wird gefinisht. Und der Mountain Drake geht hier an DC Legends. Aber Bato mit dem Cataclysm. Ace in the Hole von Chinch. Und hier wieder. Ja, der. Unglaublicher Escape. Zum Einschlafen. Ich freue mich schon so auf morgen. Es ist schon eine coole Mechanik, sag ich mal, aber klar, es ist halt nicht fair. Du kannst halt einmal wirklich einen so groben Fehler machen wie sonst kein anderer Champ und kannst nicht raus stopwatchen. Du darfst doch nicht vergessen, dass es mechanisch nicht immer einfach ist, das wirklich so hinzukommen. Das stimmt schon. Also man muss es auch mal schaffen. Wir haben es ja auch schon oft gehabt, dass das nicht ganz genau so geklappt hat. Und da wird re-engaged. Schöne Trap auch gewesen, aber Elijah mit dem Ultimate, aber man kann doch recht gut disengagen. Caps jetzt hier, der muss flashen, aber Ryze ist da mit dem Prison Cage und Caps, ich glaube nicht, dass er wegkommen kann. First Blood für Xanuzzi und auch Bato, der ist in Danger. Jetzt ist Xanuzzi da. Xanuzzi, das Q, der nächste Stopwatch. Xanuzzi nochmal, oh, der Flash. Ignite tickt hier, aber es reicht nicht aus. Ein Kill jetzt, ein Kill eben für Xanuzzi und DC Legends geht in Führung. Sehr schneller Teleport von Jinch, der da aus der Mitte runtergekommen ist. Und Xanuzzi ganz weit entfernt hat er die Ulti geschmissen und noch Kill secured, nennen wir es mal so. aber schön gespielt von DC Legends. Ich habe es leider nicht ganz mitbekommen, was Scampi gemacht hat. Vielleicht war er in der Base, aber er hatte hier keinen Impact, weil Jinch, der hatte doch viel Zeit hier auf der Bottle ja, bekommen oder verbracht und ja, dadurch. Ja, Scampi ist eigentlich nicht präsent gewesen, er hat auch nicht ulten können. Ja, ich habe leider auch nicht darauf geachtet, muss ich zugeben. Bekommen jetzt dafür eine Bonus-Wave, also jetzt CS-mäßig ist er ein bisschen vorne. Ja. Trotzdem, wir sehen es am Gold, TC Legends, knapp 1000 vorne. Ja, und da muss man wirklich sagen, das hat Elijah wirklich alles da wunderschön gemacht. Flasht auch nochmal nach vorne, um genau die Caitlyn zu routen. Und da wird natürlich direkt drüber eskaliert von allen anderen, die ein Team hat. Ich denke, hier hat auch die Kommunikation mit der Toplane sehr gut gepasst. Ich denke, Kirito hat gesagt, ich kann TP'en. Elijah, du kannst reingehen, weil Elijah ist halt wirklich schon dann committed, wo du den TP noch nicht gesehen hast. Aber da hat man gesehen, ja, Kirito, der kommt dazu und das hat gut funktioniert. Mhm. Aber Kirito war ja nicht dabei, das war der Chinch. Ah, ja, genau. Genau. Ja, er sagt nicht. Ryze halt, ja, Ryze. Genau, Ryze ist halt runter TP'd, genau. Genau so ist es. Ja, naja, das war eine wirklich sehr, sehr schöne Kommunikation auf Seiten von DC Legends. Das war ein Play, was man sicher ein, zweimal geübt hatte. Und dafür hat man auch einen Alistar. Da geht es auch zwischendurch mal schnell. Oh, Jinch hier aggressiv gegen Scuppy, aber ja, TTW kann hier nicht wirklich antworten. Scuppy und da ist auch Elijah zur Stelle mit dem Pulverize. Scuppy Stopwatch, aber er wird hier nicht überleben. Und Xanuzzi steht 2-0. Ah, das ist bitter, da musst du halt auch ein bisschen die Map-Awareness haben. Also wir sehen gerade Division aktuell unglaublich gut von DC Legends, Caps. Was die Botset angeht. Jetzt ist Bart doch wieder in der Nähe, aber Elijah, der Schaden. Oh, das Ultimate von Crytek hat hier gesessen. Und da kommt der Teleport rein von Kirito. Jetzt ist noch keine Wave da. Kirito kann jetzt schon tanken. Kirito, der... Oh, und die nächste Stopwatch, ich vergesse immer wieder drauf. Und Bato kommt hier nicht mehr weg. Ja. Da war leider wirklich genau der gleiche Fehler wie im ersten Game. Caps bleibt zu lange, wird getowerdived und das konnte man wirklich sehen. Da alles, da ist das so obvious in den Busch verschwunden hinter ihm und wollte ihn nach vorne knocken. Und ja, da muss man als Caitlyn wirklich nicht bleiben. Da hätte er laufen können.
Jarvan hat versucht zu helfen, also Bato hat es versucht, musste dann auch nochmal sein Leben bezahlen und da haben halt wirklich jetzt gerade das Game ein bisschen aus der Hand gegeben. Ja, und jetzt tut's weh. Also 3000 Gold Vorsprung nach 13 Minuten, das spürst du, auch der Mountain Drake dazu, 4 Kills. First Blood Turret auf der Botlane, da wird man gerade Lane swappen, ist ja auch schon Elijah, der TP sogar auf die Toplane. Also der hat hier überhaupt gar keine Geduld, der will gleich weitermachen. Kryte kommt jetzt gleich dazu, aber es läuft hier wieder alles wunderbar für DC Legends. Ja. Ich glaube, es gab auch von letzter Woche, natürlich unsere Profi-Teams hier schauen sich die Games auch im Nachhinein an, machen Fehleranalysen, reflektieren gemeinsam. Und ich glaube, DC hat sich da wirklich vieles zu Herzen genommen. Und zeigen sich da sehr sicher in vielen Situationen, sehr, sehr bewusst, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Und auch vom Draft her. Bato wieder. Engaged von Elijah. Crytek auch mit dem W nochmal hinterher, aber. Jetzt vielleicht die Antwort. Xanuzzi hat keinen Flash ab. Xanuzzi auch kein E anscheinend, aber sie können hier zurück fighten. Und der Schaden hier fast schon ein bisschen zu viel für Scuppy Elijah. Jetzt aber, da fehlt hier den Flash. Kommt hier vielleicht nochmal raus, aber die Basic Attacks reichen für Scuppy. Erster Kill für TTV. Somit kann man schon wieder ein bisschen anschließen, aber man bekommt halt wirklich auch nichts raus. Bato, der muss aufpassen. Die Ulti daneben. Keine Verschnaufspause für TTV. Grace wartet direkt ums Eck. Hat dann natürlich Scarbelcrap, die Berries genommen. Und jetzt muss man wirklich aufpassen. DC bleibt konzentriert, weil Ticking Tentacles will haben. Die schlafen nicht. Die warten auf ihre Möglichkeiten. Aber halt, wir sehen es gerade auch am Gold. Das ist eine Kill, der hat halt wirklich nichts ausgemacht. Diese 3000 Gold Vorsprung, die sind immer noch da. Und man kann halt einfach selbst nicht aktiv irgendwas pushen. Also Toplane auch mit Caitlyn Karma, da geht nichts. Bato jetzt in der Base. Muss noch ein bisschen abwarten, bis er zurückkommt. Und Xanuzzi auf den Weg auf die Toplane anscheinend. Crytek, der ist aber schon mal ziemlich niedrig, was die Leben angeht. Ob es Elijah jetzt nicht bereut, Teleport genommen zu haben. Im Endeffekt hat es ihm nichts gebracht. Ja, also okay. Ich glaube auch, wenn ein anderer Sammler-Spell hätte jetzt ihn... Es hätte keinen Unterschied gemacht, denke ich. Ja, er hätte also. Ich meine, im letzten Fight hätte er halt einen Exhaust oder Ignite abgehabt. Teleportal auf Cooldown. Das stimmt auch wieder. Ist immer schwer zu sagen. Über die Wand mit Pulverize. Ist auch die Vision da. Und bisher sehen wir immer noch, dass Bato engaged wird und er muss mit der EQ-Combo raus. Und das ist halt nicht das, was du machen möchtest, das schauen normalerweise. Mhm. Nächster Drache. Ja. Ein Infernal Drake. Ja, ich denke nicht, dass TTV jetzt wirklich nochmal dann contesten kann. Kann man reingehen? Bato hatte kein E ab. Schade gegen Elijah, nicht allzu schlecht, aber Ryze Ultimate auch wieder da. Schön gemacht. Und Elijah kommt hier nochmal mit dem Schrecken davon. Sehr viel Vertrauen zu seinem Midlaner, weiß, was Ryze für Fähigkeiten hat und wie er sie benutzen hier möchte. Kommt das Hardcommitten, ganz klar. Scuppy extrem aggressiv rein mit dem W und der Grund dafür war, dass sie gewusst haben, dass Crytek eben auf der Toplane ist. Aber sogar in diesen 5 gegen 4 hatten sie nicht die Möglichkeit, wirklich einen Kill rauszuholen. Ja, TTW läuft momentan irgendwie gegen die Wand. Und die Wand ist momentan wirklich sehr, sehr stabil. Die Wand heißt DC Legends einfach. Genau. Axel. Also ist das Problem. Und Scuppy wird hier, sie sieht von Ginge. Geritus da mit dem Q. Oh, aber Crytek hier ein bisschen im Bedrängnis. Der Flash. Und Bato kommt nicht hinterher. Oh, Caps aber Caps. Mit seinem ersten Kill. Aber auch der Flash nochmal dafür verwendet. Schöne Flash-Richtung auch von Crytek. Ja, das hat eigentlich gut gemacht. Aber sein erster Death jetzt hier in diesem Spiel. Da war jetzt aber Xanuzzi ein bisschen out of position. Mhm. Das hat er nicht bedacht. Scuppy dafür. Ginge, Flash hinterher. Und das Q hittet hier natürlich. Erster Kill für Ginge. Na, jetzt geht's aber wirklich nochmal zur Sache. Jetzt ist auch Elijah wieder in der Nähe. Ginge immer noch da. Der hat auch den Blue Buff, der hat genug Mana. Aber da wird er ziemlich hart gefokust. Bato, EQ-Combo noch nicht abgehabt. Kirito Ultimate raus. Keine Kills fallen hier. Obwohl Xanuzzi da direkt off Position erwischt worden ist, konnte Ginge für sein Team noch einen Kill rausholen. Und Caitlyn hatte einfach noch nicht genug Damage für diesen Kampf. Das ist halt einer der größten Probleme an Caitlyn, dass du einfach Midgame extrem schwach bist. Also sie hat, ich kann es mir mathematisch nicht ganz erklären, aber sie hat halt irgendwie, was zwei Items angeht, ein Riesenloch im Midgame, verglichen mit einer Tristana oder so.
Ja. Das Problem ist halt, dass Caitlyn, du hast halt nicht wirklich diese Basic Attack Empower Spells. Mhm. Also wie eine Tristana mit dem Q, mit dem E, wo du halt die Basic Attacks wirklich verstärkst. Ja. Das hat Caitlyn eigentlich fast gar nicht. Sie hat ihre Traps, ja, und die hat ihr E, aber die sind ein bisschen unzuverlässiger. Ja. Sie kann halt gut auf Sachen connecten, aber so richtig im direkten Fight ohne Items ist sie halt viel schwächer als andere. Hardy Carries, da hast du vollkommen recht. Ginge jetzt auch mit dem defensiven Build of Ryze, den wir schon sehr oft auf ihm gesehen haben. Talia ganz normal mit Morellonomicum. Und Caitlyn immer noch... Okay. Okay. Nächstes CC. CC. DC. So, jetzt bin ich, jetzt habe ich es geschafft. Ja, DC Legends hat einen DC und genau Elijah so von ihnen. DC Legends, also Elijah wird hoffentlich gleich wieder zurück sein. Ja, also wir haben es vorher gesagt, im ersten Game hat der Draft nicht gepasst. Vielleicht hat deswegen TTW Schwierigkeiten gehabt. Aber jetzt sehen wir, der Draft eigentlich jetzt wesentlich besser für Tickle Tentacles. Wir haben trotzdem die Probleme, weil sie individuell schwächer sind. Ja, vor allem jetzt ist das Problem irgendwie der AD Carry, der zu wenig Schaden macht in den Fights. Ja, vorher hatte man noch den Kopma auf Caps, also da hat er gut Schaden machen können. Und jetzt, ich bin mir auch nicht sicher, mit wie viel Geld er herumläuft. Wir sehen es jetzt leider mit 1300. Ne? Das ist noch nicht mal ein KDU, also des gestürzten Königs fertig. Finis Edge. Also da fehlt noch einiges, damit diese Caitlyn anfängt Schaden zu machen. Und die Tristan hat genauso viel einstecken und aber Statics schon fertig. Ja. Also aktuell ist Crytek einfach wesentlich stärker als Caps, wir sehen auch gerade die, ja, also das Attack Speed von Caitlyn ist einfach extrem low. Also du kriegst sehr wenige Basic Attacks raus im Fight, du musst wirklich darauf hoffen, dass du die Traps procken kannst, dass du dann eh triffst. Nächste Pulverize Combo von Elijah, aber hier kein Follow-up da. Braucht sich jetzt die Caps keine Sorgen machen. Ja, Caitlyn trumpft natürlich mit ihrer hohen Range auf, das kann sie machen. Auch in Teamfights kann sie sehr lange, sehr passiv stehen und Schaden machen. Dafür halt der geringere Damage. Genau, aber man muss auch dazu sagen, Level 17, Level 18 herum hat Tristana ein bisschen mehr Range. Also ja. Ist halt auch etwas outscaled. Scampi, der hat jetzt ein Problem, kann sich hinter den Minions verstecken. Aber da geht es eh nochmal die durch und das letzte Q trifft hier noch nicht, aber das W. Und somit Ginge mit seinem zweiten Kill. Ja, und das ist genau das, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Kaum misst du einmal die Fähigkeit als Talia, Ginge punisht sofort und tötet dich. Das hat er wunderschön gesehen, dass er halt hier wirklich so all-in gehen kann. Scampi! Autsch! 0-3! Und du kannst halt das Karma nichts machen. Du kannst das Karma, du musst so weit hinten stehen, dass du halt hier nicht engaged werden kannst. Ah, es ist bitter. Ja. 0-3. DC outrotated, baut Vision auf und TTV läuft weiterhin gegen die Wand. Ich frage mich gerade, was halt wirklich die Probleme waren. Ich denke, die Botlane war okay von Caps und Scuppy. Sie müssten halt noch ein bisschen mehr Poke rausholen, noch ein bisschen mehr Druck, das ist klar. Ja. Aber für mich halt Barthus und dieser Non-Faktor. Also ich habe das Gefühl, er hat einfach null Impact. Mhm. Jetzt auch mit Jarvan eigentlich, also mit Kha'Zix vorher haben wir gesagt, der Pick war es vielleicht. Aber ja, hier All-In gegen Ginge, aber kein CC hinterher und somit. Ich habe auch das Gefühl, also du hast schon richtig gesagt, Barthus momentan eine Schwachstelle, mit der TTV arbeiten muss. Wäre halt schade, wenn es an so etwas jedes Mal scheitert. Ist natürlich jetzt, wir schließen gerade aus zwei Games aufs gesamte Bild, klar. Aber wir haben jetzt diese zwei Games gesehen und da war halt wirklich der Impact sehr gering. Und Kha'Zix, die Ausrede ist jetzt auch nicht mehr da. Wenn dann Jarvan halt im Early Game 0 Ganks machen. Ja, die Lanes waren jetzt nicht super defensiv gestellt, also... Muss aber auch dazu sagen, in der ersten Woche, als TTW gegen MBL gespielt hat, immer klar, das war halt wieder dieses Matchup gegen MBL. MBL halt aktuell unglaublich stark, aber da hatte Barthus auch nochmal extreme Probleme gegen Argurin. Und Argurin, für mich der beste Jungler aktuell in der Liga. Aber ja. Barthus, also ich habe das Gefühl, bei ihm, wenn er auch Jungle wird, wenn er dieses Counter-Jungle selbst miterlebt, wenn ihm die Camps fehlen, dann weiß er einfach nicht, wie er da dagegen anhält. Ja, es wirkt mir auch immer wieder so, dass Barthus, wie soll ich sagen, immer diesen Schritt zu langsam ist. Ja, also wenn irgendwo Vision geklärt wird, ist er nicht dabei und kann nicht irgendwie ein Play forcen. Wenn gegankt wird, dann ist er diesen Schritt zu spät. Man hat es ja auch auf der Botlane gemerkt, wie er dann plötzlich alleine unterm Tor gestanden ist, weil der AD Carry ja eh schon down war. Vielleicht aber auch eine schlechte Tagesverfassung heute.
Das hoffe ich natürlich für ihn, dass er da in den nächsten Tagen oder Wochen einfach zulegen kann. Aber vielleicht auch einfach, er muss auch ein bisschen mehr trauen. Er muss halt, wenn er auf der Lane ist und er ist für den Gank ready, dann muss er es auch vielleicht einfach mal durchziehen. Ja. Vom TTW jetzt schon am 6. Platz in unserer Tabelle. Sind also auch ex-Eco eigentlich, gerade. Ja, eigentlich ex-Eco, dritter Platz. Aber wenn sie da gegen DC verlieren, dann droppen sie natürlich schon runter. Ja, dann sind sie halt im unteren Bereich, aber ja, aktuell ex-Eco mit TDD und mit Playing Ducks, also diese Legends ja, was ja das Win-Lose-Verhältnis angeht, was die Maps angeht, sind sie halt auch ein bisschen vorne, also auf dem dritten Platz. Aber ja, der, klar, diese Legends können sie jetzt mit diesen Windern, wenn sie jetzt dieses zweite Spiel gewinnen, wirklich weit darauf katapultieren. Genau. Aber noch ist ja nicht alle Tage Abend. TTW schreibt sich selber hoffentlich nicht ab, denn ich glaube, ihre Fans im Chat und wir tun es auch noch nicht. Es ist noch machbar. Es ist ein Graves Jungle. Klar, Damage-lastig, auf jeden Fall. Aber der CC fehlt bei solchen Champs natürlich auch. Und wenn man den mal pickt und sich an dem ein bisschen rauffeeden könnte. So, jetzt kommt einmal der Engage. Ace in a Hole gegen Sanuzi, der mit dem Flash hier nochmal rauskommt. Aber jetzt wurde mal einiges geforst. Jetzt ist aber Scuppy da extrem aggressiv rein. Und kann ja auch den nächsten Summoner Force und Flash eben nochmal von Crytek unter Heal raus. Und Jinx wie immer am Split pushen als Ryze. Das war auch gerade etwas, was ich eben im Early öfter sehen möchte von TTW. Dass sie halt wirklich sagen, jetzt machen wir es, jetzt pullen wir den Play und gehen einmal all in sozusagen. Aber das wurde bisher einfach zu selten gemacht. Oh, Jinx, 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 Jinx. Ja, der hat natürlich wieder Free Escape. Ja, aber Bato kommt da nochmal gefährlich ran, lässt es auch. Ja, sie wissen, das wäre einfach schon zu much, wenn sie so weit auf die Top-Lane laufen. Ja. Also für mich eigentlich dieses Game, Scampi stark unterwegs, genauso auch wie Cetrix. Also wenn wir auf die CS-Zahlen schauen, beide für mich eigentlich wirklich gut im Spiel. Ja. Oh, Red Buff und Frost haben wir natürlich ganz, ganz fies. Auf der anderen Seite Jinx natürlich mit seinem 203, 250 CS nach 24 Minuten. Auch Kirito top mit dabei, was die CS angeht. Und natürlich auch durch die Dragons, durch die Kills spielen wir auch gerade. Diese Legends ist aktuell deutlich stärker. Ja. Ich muss auch sagen, da muss man auch mal an der Stelle Xenuzi etwas loben, denn der hat beim Counter-Jungle wirklich sehr viel Skill erwiesen und hat auch oft diese Situationen gesucht, wo er one-on-one im Jungle mal gegen jemanden kämpft, ganz nah bei der Wand, weil das willst du aus Graves natürlich auch haben. Und hier ist der Baron. Baron Start, ich denke, er wird durchgezogen, jetzt nochmal Elijah All-In rein, aber der Baron geht hier an diese Legends, den konnten sie finishen und müssen hier nicht einmal teamfighten. Jetzt noch der Teleport, kommt durch von Cetrix. Scuppy out of position. Sein vierter Tod und Elijah, was für ein Engage, kann er hier nochmal rankommen. Caps jetzt hier im Retourgang, aber zu viel Schaden von Jinx. Caitlyn ist down, jetzt kein Schaden mehr von TTW. Cetrix fällt hier genauso wie Bato wahrscheinlich. Das Q, das E vielleicht jetzt hier von Jinx. Auch schön nochmal gemacht von Scuppy. Aber Jinx bekommt seinen vierten Kill, ein 4-0 und der Baron noch davor. Ja, ja, der Teamfight natürlich in die komplett falsche Richtung gelaufen. Man ist beim Baron zu spät dran, hat es etwas zu spät bemerkt, konnte nicht richtig hinverschieben und wird gepickt und fast geaced. Das ist natürlich doppelt so bitter. Ja, Scampi konnte da im Endeffekt auch niemanden wirklich DPS, indem er die Bells auch nicht ganz getroffen hat. Hat auch noch nicht seine, hat jetzt zwei Core-Items fertig, das dritte fehlt natürlich auch noch. Es ist halt, es ist jetzt aktuell extrem schwer zu spielen für TTW. Ja. Also vor allem Scampi für mich eigentlich wirklich eine solide Performance, aber wenn du gegen so einen Ryze spielen musst, du weißt, wenn du hier, wir haben es auch vorher gesehen, einen Skillshot misst, bist du dead. Ja. Deswegen musst du da mit wesentlich mehr Respekt spielen. Scuppy, also eben nicht Scampi, Scuppy, er muss halt mit Karma wirklich besser aufpassen. Du kannst halt mit Karma, auch wenn du behind bist, sehr weit hinten stehen und trotzdem useful sein, weil du musst nur deine Shields rausbringen, ab und zu deine Qs treffen. Aber er ist für mich halt ein bisschen zu unvorsichtig gewesen bisher. Hat auch schon mit 4 Toten dafür bezahlen müssen. Ja, wir sehen Bato mittlerweile auch schon halbwegs tanky. Jetzt geht aber rein, jetzt ist auch Cetrix da. Und da müsste man aber mal den Xanuzi bekommen, der mit seinem zweiten Tod die Hälfte aller Devs seines Teams ausmacht. Ja, stimmt. Ja, und man hat ihn auch endlich mal wirklich gepunished dafür, dass er so aggressiv im generischen Jungle herumläuft. Hat dann doch nochmal eine Linie ziehen können. Ich denke, das hat man schön gesehen als auf der Seite von TTW. Ja, Kirito war Toplane, man hatte auch noch keine Pressure in der Mitte von Crytek. Somit einfach dieser Play beim Red Buff, den man gut durchgezogen hat. Ja, man hat sich hier etwas Zeit erspielt. Der Baron Buff natürlich am Laufen auf Seiten von DC Legends.
Aber TTW hat hier noch nicht aufgegeben. Möchte hier dagegen drücken. Möchte so weit wie möglich ins Late Game kommen und vielleicht Caitlyn auch nochmal mit 3 Items sehen. Weil sie noch gerade das Chinch 2 Level Vorteil gegenüber Scampi hat. Ah, Bato, ja, der kann schon ein bisschen was wegdenken. Das EQ-Kombo hat nicht gesessen. Scampi jetzt nochmal dran, aber Chinch, der dodgt hier einfach einmal wie ihm beliebt. Und auch Elijah wäre zur Stelle. Also wir sehen auch gerade, es ist halt auch extrem schwer, Chinch hier zu killen, weil er hat sein Sonnes ab, er hat sein Ultimate ab. Absolut schwer. Oh, jetzt aber der Knock-up. Ja, und jetzt, ja. Und da kommt schon. Aber wie schnell er das auch kann, oder? Genau, du musst da wirklich, zack, R und auf welcher Taste hat er das? Auf Taste 1 anscheinend. R1 drücken und schon R1. Ist unterwegs. Ja. Nächster Versuch hier reinzugehen. Bato jetzt wesentlich aktiver als im Early Game. Gefällt mir grundsätzlich gut. Leider ein bisschen zu spät. Ja, da muss man auch den Second Tier Tower auf der Botlane aufgeben. Tristana mit der Bombe natürlich richtig viel Schaden darauf. Und jetzt DC Legends, die spielen das halt wirklich runter, muss man sagen. Also jetzt auf allen drei Lanes wird wird der Druck aufgebaut, wird reingeschafft und Baron Buff. Das ist jetzt anscheinend gerade ausgelaufen. Joker hat jetzt erst 6 Stacks, 28. Minute. Konnte aber natürlich bei vielen Kills nicht dabei sein, hat 2 Assists. Heißt keine Stacks. Ja, 3 Mountain Drakes, das bedeutet natürlich für den nächsten Baron. Ja, also TTW, du kannst hier eigentlich nicht mehr contesten normalerweise. Du müsstest halt so schnell zur Stelle sein für einen Teamfight. Und was. Ja, der Baron Damage ist einfach gewaltig auf der Seite von Diesel Legends. Sie haben Graves, sie haben Chinch auf Ryze und halt Tristana. Ja. Das ist einfach zu viel mit 3 Mountain Drakes. Der wird dann in 3 Sekunden fallen wahrscheinlich, der Baron. Bartok probiert ja wieder ein bisschen. Ja, vor allem, ich glaube, du darfst es gar nicht so zum Objective kommen lassen. Er hat es noch gesmattert, okay. Sondern du musst halt davor den Fight suchen, damit sie den Baron nicht machen können. Du musst halt wirklich diesen perfekten Zeitpunkt finden, wo deine Waves rausgepusht sind. Und du die Zeit dafür hast, um den Teamfight zu suchen, auch wenn der Ryze vielleicht mal Split pusht währenddessen. Weil das macht er momentan sehr gerne. Hat jetzt auch Ghost einsteckend statt Teleport im Late Game. So, hier wieder. Da. Oh. Aggressiver Move von Cetrix, aber er kam nicht gerade ran. Das war ein bisschen zu knapp. Also da war der Plan, Silence gegen Tritic, dann den Knockup und dann hätte man den Kill holen können. Mhm. Finde auch ein bisschen schade, wenn wir kurz auf die Items schauen. Caps ist aber wirklich ein ganzes Item behind gegenüber Tristana. Also er hat jetzt immer noch eigentlich zu wenig Damage. Oh, Elijah ist da ganz sicher. Elijah, ganz aggressiv rein, wunderbar gemacht. Caps kommt hier nochmal hinten raus, aber Kirito's dran und Crytek ist zur Stelle mit dem Kill gegen Caps. Fast wie im Video hat es angesagt. Und jetzt hier, jetzt wird aufgeräumt. Double Kill für Crytek. Cetrix komplett allein gelassen, kommt hier nicht mehr weg. Xanuzi mit dem Kill. Bart, du kannst hier nochmal das Q dodgen. Aber ich glaube nicht, dass er hier wegkommen kann. Doch nochmal mit der EQ kommen. Trotzdem 4 Kills für DC Legends. Sie haben die Botwave, sie können auch Toplane pushen. Und ich glaube, das könnte schon das zweite Spiel sein. Das könnte das Spiel gewesen sein. Warmox heilt natürlich nicht ganz so, wie er es gerne gehabt hätte. Zieht sich nochmal weg und das ist das Ace für DC Legends, die hier wahrscheinlich den Final Push haben, denn die Death Timers sind noch sehr lange. Ace hier für DC Legends. Die Nexus Turrets werden hier zerstört. Das geht wirklich ganz ratzfatz. Ratzfatz. Mit 3 Mountain Drakes und auch der Nexus, der ist jetzt offen. Da wird er nochmal ein bisschen Fountain Dive. Der Schaden reicht hier aus. Aber jetzt müsste der Nexus fallen und somit ein 2:0 für DC Legends. Gratulation, tolle Leistung. Also wirklich eigentlich anders wie die ersten 1-2 Wochen von DC Legends, wo sie doch ein bisschen gestruggelt haben. Heute